So, Freunde, herzlich willkommen zu Let's Battle Together Minecraft Folge mit dem anderen Kanal. Komm, bitte stell dich einfach vor. Achso, wir sollen uns vorstellen. Ja, hallo. Okay, warte, ich nehme ja ein bisschen die Nervosität. Dankeschön. Oh, es also, geht los. Ja, ich hab's ja auch gesehen. Okay. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Battle Together Minecraft mit dem Marcel. Das ist der Typ da oben. Mein Name ist Domse. Ihr seht gerade meine Sicht bei mir und bei Marcel seht ihr seine Sicht. Ich weiß, ein bisschen verwirrend, aber egal. Ihr findet das schon auch alle heraus. ich mach mir noch einen Spawn Waypoint. Ja, stimmt, das hat er mir vorhin auch gesagt. Scheiße, wo habe ich jetzt nochmal die Taste für Waypoints gepackt? Digga, fuck! Du, Waypoints, die geht schon in der Richtung, wir müssen los! Spawn, okay. Back. Ich weiß jetzt gar nicht mal, so. In welche Richtung die alle gegangen sind, dass wir jetzt mit allen zusammen in die gleiche Richtung laufen. Das wäre voll dumm, weißt du, was ich meine? Wir gehen einfach jetzt in die Richtung hier. Okay, ich baue schon mal Holz ab, damit fängt man immer in Minecraft an. Habe ich da eben hinten einen Namen gesehen? Ja, wir haben ein Schwert, wir können eigentlich die Hirsche killen, ja. Eigentlich hast du recht, ja. Oh mein Gott. Das ist so. Also Leute, ich habe seit gefühlt einem Jahr kein Minecraft mehr gespielt. Also ja, so, same here. So lange wie keine Minecraft-Videos bei mir oder überhaupt Videos bei mir kamen, habe ich auch kein Minecraft mehr gespielt. Und es ist halt echt ewig. Ich muss auch noch OBS updaten und alles. Aber okay, hier bin ich wieder. Warum kamen so lange keine Videos? Kurzfassung, Studium, Finanzamt. Dann musste ich noch in den Knast und bin jetzt wieder draußen. Ah nee, das war ja ApoRed, sorry. Hab da ein bisschen was verwechselt. Auf jeden Fall, ich mach schnell eine Axt für genügend Holz. Und dann würde ich sagen, verziehen wir uns gleich schon in jetzt mach ich eine Holzachse, ich depperte. Verziehen wir uns am besten in eine Höhle, sobald wir genug Holz haben und farmen da erstmal alles zusammen, oder? Machen wir. Okay. Such dir einen eigenen Baumarschlag. Ja, ist okay. baust du die Workbench schwer? Nicht, dass wir zu viel Holz verschwenden oder so. Ja, ich bin gerade überlegen, ob ich kein Video mehr, aus dem einfachen Grund, Hashtag Livestream Twitch. Ja, also bei ihm kam auf jeden Fall irgendwas. Einfach. Bei mir kam gar nichts. Ja, auf jeden Fall mehr als bei dir. Ja, es ist okay, Marcel. Ja, es ist halt alles nicht so einfach, Leute, mit der Zeit. Vor allem, wenn man halt noch nebenbei Geld verdienen muss, um sich und sein ganzes Leben zu finanzieren. Ja, ich mache YouTube nicht hauptberuflich. Ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass ich es nicht gemacht habe, wenn ich mir jetzt andere Kanäle so anschaue. Also, soweit ich gehört habe, läuft bei ihm halt einfach klickmäßig nicht mehr. Wie gesagt, ich... Cooler Typ, Mr. Morgame. Auf jeden Fall. Ich habe ihn auch schon mal auf der Gamescom getroffen. Er weiß noch nichts davon, was ganz witzig ist. Aber ja. Ja. Ja, ich würde mal sagen, wir haben mehr als genug, ne? Stimmt, wir könnten mal in eine Höhle gehen, ja. Wir sollten nicht vergessen, dass das hier ein Battle ist. What the fuck? Warum? Viewbobbing ist aus, glaube ich. Ach, das hatte ich ausgestellt, weil ich dachte, das verursacht Lex. Mit Pflanzwort, ne? Also sprich, wir haben auch Waffen. Ja. Oh, guck dir das hier mal an. Ich spring mal in die Lava. Es hat übrigens jedes Team 6 Leben und kann man Lapis mit... Ja, perfekt. Ja. Ich weiß nicht, brauchen wir das für irgendwas? Doch, für manche Waffenboxen braucht man das, glaube ich. Da ist auch schon Eisen. Also, jedes Team hat 6 Leben insgesamt und Leben werden nur durch Spielertode, nicht durch Mobtode abgezogen. Sorry. Wird ein Tod aber durch einen Spieler verursacht, dann zählt das natürlich als abgezogenes Leben. Das Wasser nervt mich jetzt schon hier. Ja, ist ziemlich nervig, aber hier ist Eisen und das ist doch super. Also, wir brauchen ultra viel Eisen. Und Schwarzpulver. Und Schwarzpulver. Ganz viel Schwarzpulver. Ja, gut, das heißt, Creeper ist ja nicht so wild dann. Nö, Creeper an der Oberfläche ist richtig gute Idee, die alle zu jagen. Ah ja, und dadurch, dass wir halt keine Leben verlieren durch Mob-Tode, ist es eigentlich auch ganz nett. So, da ist der erste auch schon gegangen. Ich habe übrigens, das ist so, muss ich hier mal gerade sagen, das ist das erste Battle, bei dem ich mitmache, was ich nicht selber organisiere. Es wird nicht von mir organisiert, deshalb habe ich keine Ahnung, ob wir eigentlich gemeinsam die Folgen anfangen oder beenden. Keine Ahnung, wir machen jetzt einfach mal, was wir denken. Wird schon gut gehen. Ich weiß auch das Regelwerk ausnahmsweise mal nicht auswendig, weil ich das gar nicht gemacht habe. Das Regelwerk ist aber wirklich eine totale Katastrophe. Einer in dem Team hat Lese... Achtung! Wasser! Oh. Ich habe vergessen, wie gefährlich Lava in Minecraft ist. Einer hat eine Lese- und Rechtschreibschwäche und der hat, glaube ich, auch das Regelwerk gemacht. Wie gesagt, ist auch nicht diskriminierend gemeint oder so, aber ich habe es nur überflogen, weil ich mir das nicht mehr antun konnte. Also wie gesagt, die zwei Grammar-Nazis in einem Team. Ja, ne? Richtig schlimm. So, das Problem ist, glaube ich, dass die Höhlen hier generiert sind, falls das in der 1.7.10er-Version nicht geändert wurde. Ich habe das irgendwann mal in 1.4 oder so gespielt, Twilight Forest Mod. Da gibt es ja auch eine Battle-Staffel zu, oder war das 1.5? Ich weiß es nicht mehr. Da waren die Höhlen auf jeden Fall ziemlich komisch generiert
Man musste am Ende irgendwie Strip Mine. Nee, das Quatsch, das war der Dschungelmod. Wie sieht das mit den Regeln aus in Strip Mine? Genau, Strip Mine ist, glaube ich, muss ich mir ehrlich gesagt nochmal durchlesen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es strikt verboten ist oder ob es erlaubt ist, wenn man dann immer wieder an die Oberfläche geht. Dann baue ich mal einen Öfen und dann schmelzen wir mal unser Eisen für das wunderschöne. Brauchen wir eigentlich, wir brauchen Redstone gar nicht, ne? Doch, für manche Sachen brauchen wir Redstone. Mich macht das so anstrengend. Mich macht das so an, das Wasser. Was wolltest du noch sagen? Oh ja. Kannst du die Kohle in den Ofen dünen, bitte? Ja, wenn du mir mal ganz kurz hier Kohle gibst. Ah, oh, nein! Oh, Marcel, Mann, jetzt akzeptier's doch einfach und lass gut sein. So. Hä? I hate it. Komm, Kohle hier, da noch mehr Eisen. Ja, ich bin übrigens die ganze Zeit überlegen, ob ich nicht echt irgendwann anfange, Real-Life-Videos zu machen, aber ich habe keine Ahnung, was ich in Real-Life-Videos machen soll, also falls du irgendwelche... Kannst du dann mit einer Papiertüte über den Kopf rum, oder? Nee, tatsächlich so richtig krass Real-Life-Videos. Es wäre aber wirklich schön, wenn ihr mir ein paar Vorschläge in die Kommentare schreibt, aber bitte nicht so Sachen wie Schmink-Tutorials oder so, halt irgendwas wirklich Realistisches, was ich auch tatsächlich machen könnte. Vielleicht ist was dabei, wenn nicht, dann nicht böse sein, wenn ich es nicht mache. Also ich habe jetzt nicht vor, irgendwie für 200 Euro Leuten an den Arsch zu fassen. Diesen Content möchte ich nicht machen. Ich möchte auch keine Bombenpranks machen. Wie das ausgeht, haben wir alle schon gesehen. Also Pranks an für sich finde ich richtig dumm. Okay, ich hole mal unser restliches Eisen aus dem Öfen und dann schon weiter. Digga, ich bin ein Hurensohn, ich habe schon zum dritten Mal jetzt diese scheiß Fackel hier. Sag doch so ein böses Wort nicht, sonst wird unser Video entmonetarisiert, Marcel. Ach ja, da war ja was, ne? Da war ja, was, ne? Mediakraft hat übrigens hier die ganzen, das Talents-Forum geschlossen, ne? Ja, keine Ahnung, war ich nie drin. In dem ich bin. Ja, aber das gibt's nicht mehr. Haben die es aufgegeben? Ja, die haben gemerkt, dass sie, wenn sie jeden annehmen, nicht automatisch besser werden. Okay. Ja. Da waren so viele Dullis drin, ne? Hä? Naga? Naga. Oh, das könnte ein böses Monstrum sein, das, keine Ahnung, hier gibt's so Monster. Die sind, das ist ja dieser Mod, meinst du jetzt? Wir sind im Twilight Forest Mod, ja. Okay. Marcel, guten Morgen. Nee, das sagt mir nichts. Ich kenne. Ja, ich kenne mich mit dem Mod jetzt auch nicht so sehr aus. Ja, ich würde halt echt vorschlagen. Wollen wir den Ofen mal hier reinholen? Ich hab den schon reingeholt. Nur ich weiß nicht, ob das hier jetzt so Sinn macht. Ich bin dafür, wir stecken uns wieder an die Oberfläche und suchen da mal nach ein bisschen Schwarzpulver, weil irgendwie gibt's da Eisen nicht so viel durch Strip Mining. Und wir brauchen ja in erster Linie Eisen, noch mehr Eisen und ganz viel Schwarzpulver. Deshalb würde ich sagen, sollte da unsere Priorität liegen. Ich schau mal hier kurz rein. Hier ist nochmal ein bisschen Kohle. Die nehme ich auch mal noch schnell mit. Fürs Brennen später. Ich habe einen Creeper gefunden. Sehr schön, töte ihn. Ohne dass er explodiert, bitte. Ach ja, die Melonen nicht essen. Weil wenn ich die Melonen esse, die wollen wir ja anbauen, die Melonen. Wofür wollen wir die anbauen, bitte? Weiß ich nicht, Food. Willst du mich verarschen? Das ist so nervig, Melonen zu essen. Gerade im Kampf oder so. Wollen wir keine goldene Melone machen? Keine Ahnung. Warum disconnecten die denn dann dauernd, Digga? Was? Ich weiß nicht, die haben Internet pro. Oh, Eisen! Hier ist so ein. So grüne Lichter haben nichts zu bedeuten, ne? Ich glaube nicht, nee, das sind einfach so. Grüne das sind Lichter einfach so halt. Sachen aus dem Mod wahrscheinlich, ne? Genau. Aber guck mal, hier ist, glaube ich. Ja. Oh, das Naga wird angegriffen. Ist es das da? Nee, das ist so ein Viech. Ich bin hier oben. Ich komm zu dir. Ja, ich dachte, das wäre gerade ein Gegner. Ich will mal kurz gucken, ob da irgendwas Böses... Bezüglich Schutzzeit, wie sieht's aus? Ich hab keine Ahnung. Oh, ich hab Eisen. Ja. Hä, wo ist denn dieses Naga? Also ich habe ja echt null Ahnung von der Mod hier. Auf jeden Fall stelle ich mir das ziemlich geil vor, wenn wir uns eine Base in den Trees bauen. Denglisch. Lol. Diese riesige Mauer, was ist das denn hier? Ja, ich dachte, dass da das Naga drin ist. Ist es aber scheinbar gar nicht. Wahrscheinlich geistert es hier irgendwo draußen rum. Und da ist ein Hexenhäuschen. Die Frage ist, was zur Hölle ist das hier? Ja, du, ich habe keine Ahnung. Wir brauchen aber auf jeden Fall mehr Eisen. Alter, hier ist ein Mob-Spawner. Dominik, wir haben so ein kleines Problem, ne? Was? Wo bist du? Ah, ich sterbe! Da schießt irgendwas Flammen. Das muss dieses Naga sein. Ich komme mal wieder zu der Mauer. Ich sehe dich da hinten. Marcileinchen. Hallo. Komm mit mir. Wir können uns gar keinen Schaden zufügen gegenseitig. Das ist ein pinkes Schaf. Bunte Schafe. Okay, ich mag den Mod nicht. Ja, ich finde den eigentlich ganz nett. Ich finde den eigentlich super cool. Stirb. Noch nie in meinem Leben. Also ich habe den halt noch nie in meinem Leben gespielt. Stirb. So,
Also ich habe echt das Gefühl, wir gammeln hier echt so ein bisschen zu sehr rum. Wir müssten halt aber echt mal eine gute Höhle oder sowas finden. Ich weiß halt echt nicht, wie wir jetzt schnell und effizient und effektiv an Eisen kommen sollten. Vor allem ist gerade die ganze Zeit Nacht, aber ist dir aufgefallen, dass nirgendwo... Nee, einen Creeper hast du schon gesehen. Aber hier sind verdammt wenig Creeper. Ja, aber da kann man ja gleich nochmal drüber reden sonst. Ich geh mal nach oben. Weißt du, du sagst es einmal und schon kommt der erste Zombie. Ja, ne? Als ob die uns abhören würden. Also jetzt ganz ehrlich, der Baum hier ist derbe nice. Der da vorne? Von denen gibt's noch der, mehr. Der riesige vor uns. Ja, aber warum bauen wir uns nicht hier eine Base ein? Direkt hier. Was spricht dagegen? Keine Ahnung, wollen wir da nochmal drüber reden? Da hinten ist auch ein geiler Baum. Ich bin halt echt dafür, wir suchen uns jetzt erstmal genug Eisen und Schwarzpulver, weißt du? Ja, aber das Ding ist, wir können ja aus diesem Baum nach unten und nach oben bauen. Das ist ja das Gute. Das ja, ist aber ich weiß halt echt nicht, ob Strip Mining so viel bringt. Mehr als... Da hinten ist aber schon die Welt zu Ende. Okay, die ist doch recht klein. Ja gut, du hast recht, aber eigentlich müsste die Folge auch schon zu Ende sein. Also das ist jetzt mein Vorschlag. Hier in so einen Baum gehen, hoch und runter. Ich weiß gar nicht mehr, wo du jetzt bist. Hinter dir war ich. Okay, Leute, dann an dieser Stelle sag, da, in dem Baum. Willst du echt in dem Baum so nah an der Border? Ist vielleicht ein bisschen blöd mit Fluchtmöglichkeiten, oder? Weil ich glaube, an so einem Baum an der Border... Wenn man nach unten arbeitet... Ja, wir nehmen uns dann anderen Baum. Wir können auch den da vorne nehmen. Ja, ich bin dafür, wir nehmen den da. Lass da gleich drüber reden. Also Leute, das war's schon mit der ersten Folge. Lass doch eine Bewertung. Ich hab's mir gemacht. Bis zur nächsten Folge. Ciao.